Wir sind hier am wunderschönen Open Air St. Gallen und gehen zum Josip. Den suchen wir. Der hat einen Facebook-Wettbewerb gewonnen. Er hat die beste Idee gehabt, was wir mit 25.000 Franken machen können. Und jetzt gehen wir mal schauen und überraschen ihn mit unseren feinen Zweifelchips. Wo ist echt der Josip? Er muss irgendwo hier in der Nähe sein. Wir haben einen Tipp bekommen. Er heisst gar nicht Josip, er heisst Yoshi. Aha. Hey, sorry, hast du den Yoshi gesehen? Nein. Der hat den Yoshi auch nicht gesehen. Hey, hast du den Yoshi gesehen? Wer? Den Yoshi? Nein. Wo ist der Yoshi? Ah, gehen wir da mal noch fragen. Hast du den Yoshi gesehen? Ja, dann steht er gerade. Bist du der Yoshi? Ja, voll. Ah, geil! Hey! Grüß dich, salut! Herzliche Gratulation! Merci, merci! Du hast ja 4 VIP-Tickets gewonnen. Ja. Und du musst eigentlich sagen, was du mit 25.000 Franken würdest anstellen. Jetzt nimmt es ein Wunder. Was würdest du machen mit 25.000 Franken? Ja, ich habe gesagt, ich würde mal so richtig auf den Putz holen. Das heisst, ich würde gut auf London gehen. Geile Stadt. Noch etwas zu teuer. Ich würde dort das Hardrock-Café abendlang mieten und dann mit den Kollegen zusammen durchdrehen. Ganz geil, coole Sache. Ja, wir überreichen dir da ganz herzlich noch so ein bisschen einen naturellen Gewinn sozusagen. Zweifelchips-Packungen, sollten glaube ich alle Sorten dabei sein. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür. Allerdings, ich könnte bloß nicht. Sind denn einfach genug Leute da? Genug Leute und genug Mägen. Super, coole Sache. Also nochmal Gratulation.